Yo! Was geht ab und willkommen zum nächsten Livestream zu Sonne und Mond. Und ja, heute seht ihr niemand mehr da. Ich bin also alleine. Und dementsprechend ja, müsst ihr wohl mit mir Vorlieb nehmen. Wie geht's euch so? Wie hat euch so der erste Wundertausch nach 2 Wochen wieder gefallen? So, also ich würde sagen, wir fliegen mal mit Glurak zurück nach Ulaula, genau. Und wir müssten zum Dorf der Kapu. Erschreckt mich nicht so. Tja. Willkommen zurück an alle, ne? An alle, die schon mal da waren und jetzt wieder dabei sind. Bin ich zu spät? Nein, du kommst genau richtig. Ich habe erst gerade angefangen. Also keine Panik. Keine Panik. So. Auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder hier zurück im Dorf der Kapu. Wir haben beim letzten Mal, oder gestern eher, wir haben gestern die Prüfungen gemacht und sind jetzt wieder auf dem Weg zum Adderhaus. Oh, super. Was erwartet uns da wohl? Na, ich denke, ich bin mit. Ja, wobei soll ich. Ja, ich setze mal Miguel nach vorne. Miguel und Luma können das eigentlich relativ gut klären. Na, Tali ist ja auch mit von der Partie. Ja, super. Ach, Lola auch. Wow, mein Name steht im Stream. Bin ich jetzt Fame? Nein, Einser, bist du nicht. Die Kleinen haben ausnahmsweise mal richtig. Habt ihr ausnahmsweise mal richtig schnell abgefertigt? Dann bin ich von euch lahmen Anton. Das bin ich von euch lahmen Anton ja gar nicht gewohnt. Anton, weißt du, diese Flachwitze. Hallöchen, Bunny Jumps. Was geht ab? Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Balk fertig machen lassen. Aber um den da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich beim letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Also sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wo ist Despo? Despo ist wieder nach Hause. Oder Despo ist eigentlich schon zu Hause, aber ja. Skalforstand Fran. Fran, Fa, Fran. Naja. Hallo Golbert. Golbert, hau ab. Ach du Scheiße, ich bin vom Level her super gut dabei. Oh mein Gott. Giftzahn. Oh. Warum wundert mich sowas jetzt absolut gar nicht? Verteidigungssieg, das ist nice, das ist nice. Jetzt muss ich nur noch schneller sein. Ja, und schneller bin ich, aber ich muss jetzt nur noch mit Ruckzuck treffen. Hallo Nomkuo! Weißt du, ich hasse Übereifer. Wann machst du wieder Shiny Hunt? Sobald ich hier mit der Story durch bin, Mrs. DJ, werde ich mich hinsetzen und auch wieder Shiny Hunting machen. Nein, ich habe den WTS verpasst. Ach, Yassi, keine Sorge. Wie gesagt, der ist jetzt immer von. Oder der ist jetzt immer ab 18 Uhr. Deswegen. Also immer sonntags ab 18 Uhr. Deswegen. So mal so zum Merken. So. Ach Gott, Fußstrahl. Bitte, Luma, bitte verletz dich nicht selbst. Bitte verletz dich nicht selbst. Bitte verletz dich nicht selbst. Warum wundert mich das jetzt absolut gar nicht? Giftzahn. Pass auf, ich bin jetzt irgendwie vergiftet. Ach, Luma ist nicht mehr verwirrt. Na, immerhin.
am Vierer. Ich glaube, da bleibe ich sogar drin. Das ist eigentlich machbar. Level 35. Funkenflug. Das geht locker klar. Daniel, bitten bringt nichts. Du musst befehlen. Ja, ich bin aber nicht so der Befehlstyp. Funkenflug. Vervollständigen wir dann im Stream den Dex? Muss nicht unbedingt sein. Lumaarik Level 35. Und Skullvorstand Fran besiegt. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Dann ist ja gut. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht in 0, nichts vom Platz fegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Hallo? Das, meine Liebe, nennt sich Erpressung. Und ich lasse nicht mehr... Ich lass mich nicht erpressen. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po willkommen zu heißen. Und niemand macht hier irgendwas. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht's allen gut. Dann schauen wir mal, ob es allen gut geht. Armes kleines Mangunior. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt doch eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Daniel muss alleine nach Po gehen. So wie es gesagt haben. Genau, denn in Po befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann mit einem sehr auffälligen Outfit. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio, ich gebe dir auch das hier dafür. Ein Sonderbonbon, schon wieder ein Sonderbonbon. Junge, diese ganzen Sonderbonbons, ach du Heilige. Hoffentlich geht es dem Mangunio. Gut, schnell, wir müssen ihm helfen. Ja, erstmal, bevor ich dem Mangunio helfe, werde ich erstmal mein Team wieder heilen. Und dann werden wir mal kurz ins Poke-Paradies nochmal gehen, weil da habe ich ja gestern 3 Nebulax gesehen und vielleicht schließen sie sich ja mir an. Wer weiß. So, erstmal muss ich mal kurz in die Box rein. So, also gehen wir mal kurz in Box 3. In Po ist Team Skull. Das klingt falsch. Ja, das klingt auch nur falsch, weil du es dir so wünscht, Mrs. DJ. Okay, dann würde ich sagen, auf ins Poképaradies. Ins Resort. Entschuldigung, ich bin mit den ganzen Namen und Mechaniken noch nicht so ganz vertraut. Sieh an, du hast bereits mindestens 90 Pokémon in deinen Boxen. Wir brauchen daher viel mehr Pokébohnen. Nichts wie ran an die Arbeit. Im Moment könntest du die Bäreninsel ausbauen. Ich warte im Hausfloß auf dich. Okay, dann gehen wir auch mal... Oh, hallo. Okay. So, wo ist mein DS-Stift wieder hin? Ach, da ist er ja. So, hallo Nebulak. Nebulak. Es fühlt sich inzwischen wie zu Hause. Ich würde es nur ungern verscheuchen. Wirst du es vielleicht bei dir aufnehmen? Na klar, warum nicht? Wir nennen es Zack.
Zack wurde in dein Team aufgenommen. Obwohl ich es eigentlich nicht in meinem Team haben will, aber gut. Hallo Nebulak. Okay, ich würde sagen, das... Schade, aber das muss ich respektieren. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Muss ich das annehmen? Na nun. Ein wildes Pokémon ist zu Besuch bekommen. Die Pokémon müssten es angelockt haben. Wilde Wiener scheinen da. Mit etwas Glück bleibst du immer hier. Okay, okidoki. Schlag vor, du wartest einen Tag. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das mit dem Wingull mal. Hallo Kartoffelhase. So, also, neue Pokébohnen. Im Moment ist keiner Pokémon auf einer Expedition unterwegs. Behalte deine Pokébohnen für später, wenn eine Expedition gange ist. Okay, die Expedition kann losgehen und tschüss, meine Pokémon! Zeit bis zur Rückkehr 24 Stunden. So, die Pokémon-Wirkungsdauer ist 13 Stunden. Die Dauerexpedition wird halbiert. Nice. So, dann würde ich sagen, legen wir auch mal hier wieder ein paar Pokébohnen ab und machen hier ja genau, für 9 Stunden mal wilde Pokémon, yay! Raus aus dem Resort! Achso, ja stimmt, im Pokémon Center war ich schon. Heißt, wir müssen jetzt wieder zurück auf Route 15, wenn ich mich nicht irre, und dort nach einem Mann suchen mit sehr auffälliger Kleidung. Was ist jetzt auffällig? Was ist jetzt auffällig? Okay, du siehst auffällig aus. Du siehst ziemlich auffällig aus. Wer bist du? Das ist doch... LOL! Das ist... Nein, oder? Das ist doch Astor, oder nicht? Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich heute regelrecht die Klinke in die Hand. LOL, das ist echt Astor! Was macht der denn hier? Wie krass ist das denn? Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, wenn ich sie werfe? Kopf. Einfach dieses Pelipper gerade im Hintergrund. Wow, wie um alles in der Welt konntest du das wissen? Ich bin regelrecht geblendet von deinem hellseherischen Gespür. Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémobilfunk Tuhaido herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. What? Oh mein Gott, Pokémobilfunk mit Tuhaido. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber ich lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst du den B-Knopf, während du auf Tuhaido reitest, kannst du mit der Tuhaido-Düse Mewlos Felsen zertrümmern, die dir den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte, am Ende der Route 16 liegt die Stadt Pogen. Dort treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Solltest du dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. LOL, Astor. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Astor. Ich meine gut, Sonne und Mond stecken sowieso voll mit lauter Überraschungen. Da kommt es mit Astor nicht gerade überraschend. Wobei doch, aber... What? Da geben die einfach einem Astor einfach die Möglichkeit, dir einen Pokémobilfunk zu geben. LOL.
Astor ist der aus der Top 4 der fünften Generation. So, die Tohaido-Düse bitte. Bam! Ja! Bam! Oh yeah, das macht Spaß! Sternstaub. Ja! Bäm! Oh. Hallo Finion! Nein, das darf man nicht sagen, wenn im Kampfbaum noch so ist. Das wäre sonst ein bisschen doof. Und bam. Ja. Nochmal Sternstaub. Und oh Gott, es macht mir zu viel Spaß, einfach mit diesem Tohaido hier rumzucruisen. Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Ach so. So. Na! Nein! Hyperzahn! Komisch, dass Tohaido mit seiner geringen Verteidigung so viel aushält. Ja, das Set ist ja auch extra ausgestattet worden. Ich mache im Kampf viel von Wassergebrauch. Wird ein nasser Spaß? Mach dich auf was gefasst. Oh yeah, natürlich. Das werde ich definitiv. Schwimmer Nestor. Oh mein Gott. Dentoxa. Ew. Ich mach mal Knirscher zuerst. Blubstrahl. Mit einem Crit ge-one-hitted. Miguel erreicht Level 35. Yay. Blubber. Blub, blubber, blub. So viel Wasser wollte ich eigentlich gar nicht schlucken. Tja. Das kommt davon, wenn man zu viel schluckt. Und tschüss. Bam. Ich sag, ich hab viel zu viel Spaß hier mit, ey. Diesem mega fetten Tohaido. Okay. Ah, ist das ein Doppelkampf? Das könnte sein. Ein Tauchball. Ich steig mal kurz auf das Bissbark, weil es könnte durchaus sein, dass hier ein Item versteckt ist. Oder auch nicht. Kann schon mal vorkommen, dass ein Gufa oder ein Corazonnenwasser nach einem schnappt. 73, 74, 75.
immer ein paar Chris und Howard. Yay! Metino mit seinem Typennachteil. Und Knirscher auf Lamus. Und dann mache ich Felsgrab auf Entoron. Was ist bitte schon ein... Schon wieder ein Crit! Nassschweif. Ew, ha, ha, hör auf, hör auf. Hör auf. So, machen wir mal Knirscher auf Entoron. Und dann machen wir mal einen Hypertrank auf Radikal. Ey, Daniel, wie kommt man auf die Abenteuerinsel von eben? Das ist im Menü. Ne? Du kannst im Menü dann das Pokémon Resort auswählen. So, und dann machen wir mit Meteno mal Psychokinese. Yes! Mensch, da hat schon wieder ein Goofa nach meinen allerwertesten Goofa, also ehrlich. Goofa, reiß dich bitte zusammen. Mein Entoron und ich waren von all den Sit-Ups schon vor dem Kampf völlig aus der Puste. Natürlich, natürlich wart ihr das. Natürlich wart ihr das. So, jetzt habe ich jedes Pokémon auf Level 35, aber irgendwie, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich sollte mal Buggy wieder nach vorne tun. Wir brauchen so wieder Pokémon, die wirklich so ein bisschen herausstechen. Und ich denke, mit Buggy könnten wir da was anfangen. Oh, hallo. Wenn du viele Pokémon fängst und in den PC-Boxen ablegst, treibst du damit die Entwicklung des Pokémon-Resorts voran. Aha. Mii! Los, bis Bark. Oh, hallo, das ist ein Item. Item, wo bist du? Eine Perle. Wuhu! Oh, nice. Hier könnte man ins Pokémon Center. Das ist. Oh, das ist ein Item. Ein Normaljuwel. Oh, damit könnte ich nochmal die Power meines Radikal verstärken. Route 16. Ah, das ist ein Veteran. Hallo, Veteran. Bin ich eigentlich allein bei der Tatsache, dass ich Bubungus voll toll finde? Ich weiß nicht, Bubungus erinnert mich so ein bisschen an Tarmpignon. Aber auch nur ein bisschen. Quälerei, die Fähigkeit von Gastella und Agrostella sorgt dafür, dass sie gegen vergiftete Pokémon stets einen Volltreffer landen. Wer zur Hölle ist Gastella? Je nach Kaffee kann das gleiche Getränk schon mal ein wenig anders schmecken. Mhm. Hast du Interesse an einer Nebenbeschäftigung? Ja. Mimigma.
Natürlich, hier hast du den Dex-Eintrag von Mimigma. Habe ich zufällig, nicht zufälligerweise vertauscht. Vielen Dank, du hast mir eine Menge Ärger erspart. Hier hast du dein Honorar, nur für keine falsche Bescheidenheit. 20.000 Poké-Dollar, yo! Mit der Fähigkeit Receiver können die Fähigkeit eines kampfunfähig gewordenen Pokémon-Mitstreiters übernehmen. Wow. Die Pokémon mit der Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeit eines kampfunfähig gewordenen Pokémon-Mitstreiters übernehmen. Was zur Hölle ist Chemiekraft? What? Was? Nebulak hat den Herkunft Pokémon Resort. Lol, cool. Ja, das Ding ist halt, Michelle, Draschel ist halt ein Drachen-Pokémon. Die brauchen generell halt viele Erfahrungspunkte. Mavis WTS, danke für den Follow. So, hallo Veteran. Mit der Tohylonöse zerstörst du selbst Felsen im Wasser. Wäre beim Zusammenstoß von Tauros und Tohylo wohl der Sieger? Tja, das wüsste wohl jeder gerne. Der Nektar, der bei Coriogel den Formwechsel auslöst, ist in jedem Blumenmeer ein anderer. Wie sehen wohl Coriogel aus, nachdem sie Nektar von Blumen im Ula-Ula-Blumenmeer geschlürft haben? Eine Wilbierbeere. Hallo, Wilbierbeere. Nice. Fleckmann. Man. 33. Ach du Scheiße. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich in einem Pokémon-Spiel wieder richtig unterlevelt sein werde. Oh mein Gott. Alola Radikal? Okay. Fleckmann und Alola Radikal. Ich mach mal so eine Stimme, einfach nur weil ich jetzt Bock drauf habe. Hör doch auf. Jade macht einen auf Red. Ja, weil er einfach drei Punkte steht. Okay, wieder ein Phlegmon. Okay, wieder ein Alola Radikal. Flucht gescheitert. Autsch, das tut weh. Okay, ich würde jetzt gerne mal bitte fliehen. Dankeschön. Dankeschön. Hallo Vanessa, wie geht's? Hallo Castle Crafter.
Ein Pelipper. Was passiert, wenn ich jetzt mal den Bissbug-Detektor meine? Ich habe Mund durch und weiß erstmal nicht, was ich machen soll. Oha, okay. Das ist krass. Schon wieder ein Alola Radikal. Okay, gibt es hier vielleicht irgendwas anderes als Alola Radikal und... Okay. Kannst du noch den Titel ändern? Oh ja, natürlich. Natürlich, das werde ich sofort tun. Das werde ich sofort tun. Das ist mir nicht aufgefallen. Gut, dass du mich daran erinnerst, Castle Crafter. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja. Pokémon Sonne und Mond Livestream. Gewissheit. Hab versucht, nach Tara zu hunten und bekommen Shiny Eevee. Okay. Das ist krass. Einfach mal so ein Shiny Evoli. Okay. Lawsome LP, danke für den Follow. So bin ich aber auch, Elsa. Ich will lieber ganz chillig durchs... Entschuldigung, ganz chillig durchs Game gehen. Und jetzt will ich eigentlich mal wissen, was hier noch so ist. Weil wir haben jetzt Pelipper, wir haben Phlegmon und Alola Radikal. Ja, könnte ich machen, Mavis. Könnte ich auf jeden Fall machen. Item weitergeben an Buggy. Okay. Also ich weiß nicht, was es hier noch gibt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sich sehr viel Zeit lässt und es mich ein bisschen ärgert. Okay, wir gucken jetzt noch nach dem einen Pokémon und dann machen wir weiter, weil das hat sonst keinen Sinn. Nee, okay, dann werden wir dieses Alola Radikal jetzt besiegen. Falls es mich nicht vorher selbst besiegt. Zeusel Stimme! Ah! Ah! Buggy! Na, warte! Los, Eugenie! Steigerungshieb! Ich spiele gerade Sonne, mein Game auf.
Okay, was ist hier? Oh, das sind Pandier. Lol. Okay, was ist... Der Fall ist klar. Die Flecken meines Pandiers sind eindeutig am fleckigsten. Sieh dir das doch nur mal an. Von oben bis unten Flecken. Einer schöner als der andere. Alle Pandier sind gefleckte Augenweiden, aber das Pandier rechts ist das Schönste. Größte Farbe, Muster, seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man da sagen? Die sehen einfach alle gleich aus. Pandi! Okay. Wie ist es hier? Es sind ja auch wieder... Oh! Hallo Forscher! Ich forsche zum Thema Inselwanderschaft, deshalb brauche ich deine Hilfe. Okay. Dann stehe ich dir gerne zur Verfügung. Forscher Julian. Hallo Akkub. Los, Buggy! Wobei Buggy gegen Akkub jetzt nicht gerade so das beste Pokémon ist, aber... Mit Schaumserenade sollte ich doch schon mal ein bisschen was reißen können. Ja. Kraftreserve! Als nächstes kommt Slimog in den Kampf. Alola Slimog. Okay. Da mache ich jetzt mal Siedewasser. Komm schon, verbrenn es. Na, hör doch auf. Okay, jetzt nochmal Siedewasser, bitte. Hast du eigentlich schon den Zackstein für das Primarina bekommen? Den habe ich bekommen, Felix. Ich möchte gerne, dass Siedewasser trifft. Dankeschön. Oh. Ah ja, genau. Hat sich ja, die Fähigkeit aktiviert. So, eigentlich wollte ich jetzt nur mal gucken, ob es hier was anderes gibt, weil manche Grasstellen sind ja anders als andere. Deswegen sollte man alles untersuchen. Hi, ich habe gerade gestreamt, dass du, gerade gesehen, dass du streamst. Nice. Hallo Tim Hagen. Niesel. Hallo. Das hatte ja Despo gestern schon gesehen. Dieses Niesel-Pilipper. Okay, ich sollte vielleicht von dieser Route hier verschwinden. Schon wieder Niesel. Okay. Alles klar. Dann sollten wir mal hier reingehen. Ah, super. Ihr beide. Da bist du ja endlich. Da erkläre ich immer den Reinkarnator. Okay. Okay. Ich muss mal gerade den DS so ablegen, dass er mir nicht fällt. Okay. Stopp. Okay. So, ich komme eben so rein, so, hey. Dann erkläre ich dir mal den Reinkarnator. Wow. Stopp. Du musst mir erstmal sagen, was ihr beide hier überhaupt macht.
Und dann erklärst du mir den Reinkarnator, beziehungsweise. So, das ist keine Begrüßung so. Du könntest auch sagen, so, hey, wie geht's? Gut siehst du aus oder was auch immer. So, hey, da bist du ja. Dann erkläre ich dir meinen Reinkarnator. Alles klar. Du verschwendest wirklich keine Zeit. Hast du eigentlich schon Zellen und Kerne von Zygarde gesammelt? Ja, das hab ich. Wie dem auch sei, ich fange mit der Erklärung an. Aufgepasst! Der Reinkarnator hat mit dem Pokémon Zygarde zu tun. Die Maschine ermöglicht sowohl die Synthese als auch die Aufspaltung von Zygarde. Synthese bedeutet ganz einfach, dass du das Pokémon Zygarde zusammensetzen kannst. Dexio, mach du weiter. War klar, den komplizierten Teil darf ich wieder übernehmen. Mach, Sina. Also, es gibt zwei Arten von Synthese. Bei der ersten werden die gesammelten Zellen Zygarde hinzugefügt. Bei der zweiten Art wird ein komplett neues Zygarde aus den Zellen erschaffen. Dann gibt es noch die Aufspaltung. Dabei wird Zygarde aufgespalten, ihm werden Zellen also wieder weggenommen. Die abgespaltenen Zellen kommen zurück in den Zygarde-Würfel. Übrigens, laut den Forschungsergebnissen des Professors, der uns nach Alola geschickt hat, besteht Zygarde aus 100 Zellen und Kernen. Je nach Anzahl der Zellen und Kerne ändert sich Zygardes Form. Es führt also einen Formwechsel durch. Es heißt ja, dass Zygarde die Ordnung in der Kalos-Region bewahre. Ich frage mich, ob seine Anwesenheit in Alola ein Vorzeichen auf irgendein Ereignis hier ist. Vielleicht lässt sich das Rätsel lösen, sobald wir mehr Zellen und Kerne von Zygarde zusammen haben. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen. Au revoir! Und die gehen einfach! So, ey! Hallo! So, hey, da ist das Zygarde und bla und... Was möchtest du tun? Wir brechen mal erstmal ab. Der Zygarde-Würfel ist ein wundersamer Gegenstand, in dem Zellen und Kerne von Zygarde aufbewahrt werden. Ein gewisser Professor Platan aus Kalos soll ihn entdeckt haben. Oh, hallo, Professor Platan. Hallo? Drei Pokébälle. Ich will diese Pokémon haben. Und ich will die TM da haben. Ach lol, ich kann hier runterkrabbeln. Okay. Kreuzschere. Nice. Nice. Das ist cool. Echte Lümmel, diese Dexio und Sina. Hallo, taktischer Keks. Zum Ula Ula Blumenmeer. Lol, gibt's hier jetzt. Oh, hallo, Zygarde. Lol. So, der Würfel hat das aufgenommen. Und hier habe ich wieder Nektar. Super, eine Tänzerin. Ach, Menno, ich komme hier echt zu nichts. Jedes Mal, wenn ein Trainer an mir vorbeiläuft, muss ich ihn einfach zum Kampf herausfordern. Du kannst es auch lassen. Oh, hallo, Tänzerin Nadine. Koriogel. Das ist die beste Form, wie ich finde. Ich liebe diese Koriogel-Form. Als ich schon die vier Koriogel gesehen habe, dachte ich so, das ist die richtig coole Form, diese Flamenco-Form. Richtig, richtig cool. Taumeltanz. Nur zu schade, dass ich jetzt schon Feuer-Pokémon in meinem Team habe. Bei einem Tanzwettbewerb würde ich aber nicht verlieren. Das sage ich dir. Das kann sein, Tänzerin. Aber... ja. Nein, ich will auch nur die Nektar haben. Oh mein Gott. Nice.
Kraftreserve. Ruheort. Ach so, du kannst Ruheort. Kraftreserve. Nice. So, jetzt kann ich nämlich hingehen und das Choreoge mit einem Finsterball fangen. Kuchenkanone, danke für den Follow. Okay, du willst nicht drin bleiben, bitte bleib drin. Choreoge. Ich möchte Choreoge auf jeden Fall einen Spitznamen geben. Wie könnte ich es am besten nennen? Ich nenne es Viola. Viola wurde in ein Team aufgenommen, obwohl ich Viola eigentlich gar nicht in mein Team haben will, aber ich nehme erstmal den roten Nektar hier mit. Schauen wir uns doch mal Viola eben an. Okay, er hat ein neutrales Wesen. Duplexhieb, Taumeltanz, Ruhe oder Liebreiz. Typ Feuerflug. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht schon Feuer-Pokémon drin hatte und kein Gestein. Flug. Würde ich Choreoge sogar mitnehmen. An Viola hatte ich auch gerade gedacht, Daniel. Ja, wahrscheinlich wegen Dressrosa und so. Oh, hallo Ariados. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Außer dieses Ariados? Nee, scheinbar nicht. Hallo. Ich bin einfach voll in die Kamera guckt. Sehr frontal. Der Nebel sorgt für eine tolle Stimmung. Mach mal ein Foto von deinem coolen Pokémon. Aber hey, ich habe immerhin eine Gesamtbewertung von 27.000. Du fragst dich bestimmt, was ein Golfer mitten ins Blumenmeers macht. Tja. Wenn du das Rätsel lösen willst, musst du alle Trainer hier besiegen. Ach, super. Wieder hier alle Trainer besiegen, ist ja klasse. Aber erstmal gucke ich, was es hier noch so für Pokémon gibt. Da wollte ich jetzt gerade mal den Pokéball aufheben. Okay, dann lassen wir das. Bundlebee! Uiuiui. Kann ich Siedewasser machen? Das macht Käfergebrumm. Okay. Nice, sehr schön. Dann werfen wir mal einen. Ja gut. Hyperball, würde ich sagen. Willst du dein Team nicht ändern? Wieso? Nur wegen der Choreoge jetzt oder was? Da muss ich wieder zwei Teammitglieder rausnehmen, um dann Choreoge reinzunehmen. Also das ist jetzt nicht so mein Ding. Für Bundlebee wurde ein Deckseintrag angelegt. Kennst du es schon mit den QR-Codes?
Ja. Bingo! Du hast alle Pokémon auf einer Seite registriert. Psst. Dieses Pokémon rollt Blütenstaub zu Kugeln. Manche dieser Pollenknödel dienen als Nahrung. Andere setzt es aber auch im Kampf ein. Hm, hallo. Wie nennen wir dich? Ich nenne dich... ich nenne dich... Ulrike. Bitte in die Box ablegen. Dankeschön. Wieder Ball. Nett, nett, nett. Oh, hallo Baumball. Also meine, dass du dann ein random Pokémon bekommst, wenn du 10 QR-Codes eingescannt hast. Lol, okay. Hallo Ariados. Kraftreserve, yeah. Spinnennetz. Aber es ist keine Hilfe aufgetaucht. Tiefschlag. Hören Sie bitte auf damit, Mr. Ariados. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal einen Hyperball. Yay, Webak und Ariados. Man schätzt die Fäden von Ariados aufgrund ihrer Stärke. Vielerorts werden sie zum Weben verwendet. Oh, also ein sehr nützliches Pokémon. Schauen wir uns doch mal das Ariados in groß an. Und vielleicht auch mal von oben. Wie könnten wir es denn nennen? Ich nenne es Joel. Joel das Ariados. Nein, ich will es nicht in mein Team aufnehmen. Nein, hör auf. Alles klar, Nunku. Bis denn. Bye. Na, warum wohl? Wenn Trompec Ruhe einsetzt, biegt es die Spitze seines Schnabels. Das sieht komisch aus. Ja, es ist generell so ein bisschen komisch, wenn Trompec anfängt anzugreifen. Hallo, dreh dich um.
Hallo, du darfst dich auch gerne umdrehen, wenn ich ja schon in dein Blickfeld komme. Der duftende Nektar lockt offenbar nicht nur Koriogel an. Komm, trau dich nur. Okay, wie? Angestellte Patricia. Kurtel. Das ist doch mal ein gutes Pokémon. Für Buggy. Oh, Dürre. Es hätte so einfach sein können. Nein, nicht Body Slam. Ah. Hör doch auf. Siedewasser. Oh, Schutzschild. Siedewasser. Polypurba. Okay, ich schicke mal Trevor raus. Hallo, Polypurba. Nitro-Ladung! Noch mehr Nitro-Ladung! Schwertanz. Oh. Golking. So ein wirkliches Pokémon gegen Golking habe ich jetzt nicht. Also mir fehlt irgendwie ein Elektro- und Pflanzen-Pokémon. Durchbruch! Oha, Kaskade! Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Fulminante Faustschläge, du willst es nicht anders. Fulminante Faustschläge! Ja. Bam. Hallo Indie Legends! Eine solche Niederlage mitten eines schönen, wunderschönen Blumenmeers gibt ein trauriges Bild ab. Was? Okay, da ist ein Pokéball. Oh, hallo. Hast du eine Ahnung, welches das stärkste aller Pokémon ist? Ich gehe mal stark davon an, dass es nicht eins von deinen ist. Linda.
Schaumserenade. Koalelu. Okay. Ich weiß nicht mal, was Koalelu überhaupt für ein Typ ist. Ich schicke mal Eugenie raus. Ich glaube, mit Eugenie kann ich nicht viel verkehrt machen. Dauerschlaf. Befindet sich im Halbschlaf. Ah, das ist so süß, einfach dieser Koala. Ah, sehr schön. Oh mein Gott. Mr. Seritze. Danke für dein Follow. Hallo Arielos. Und tschüss Arielos. Und hallo roter Nektar. Bumblebee! Okay, lass mich bitte gehen. Lass mich bitte gehen, dankeschön. Okay, hier muss man ja auch irgendwie hinkommen, denke ich mal. Kann man hier vielleicht hin, wenn man drunter kriecht? Weil das wäre, glaube ich, so die einzige Variante, die mir jetzt einfallen würde. Für was ist der Nektar eigentlich gut? Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Nektar die Form von Coriogel ändern kannst. Okay. Hallöchen, Ariados. Hallo, Dario. Okay, kommt man hier gar nicht runter? Ah, mein Glückwunsch, du hast alle Trainer und Blumen mehr besiegt. Da verrate ich dir jetzt das Rätsel des Lösungs. Ich bin aus einem einzigen Grund hier, weil ich auf einen Trainer mit deinem Schneid gewartet habe. Wie wäre es mit einem kleinen Kampf zwischen dir und mir? Na, gerne. Mir geht's gut, danke Dario. Wie geht's dir denn? Golf for Harry. Ach. Schon wieder so ein Hariyama. Säuse Stimme! Step sehr effektiv! Ach du Scheiße! Ein Heißorb? Willst du mir jetzt sagen, das Ding hat jetzt Adrenalin? Ich mach nochmal Säuse Stimme. Ich hoffe, es hat jetzt nicht Adrenalin. Armstoß. Okay, gut. Armstoß überlebe ich locker.
Armstoß. Okay, 6 KP. Nein, nein, hör auf. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Hör auf, Hariyama. Keine Erfahrungspunkte. Wow, da ist mein Handy beinahe runtergefallen. Das macht mich jetzt leicht sauer. Aber auch nur leicht. Oh, Simsala. Nice. Tiefschlag. Ich wollte schon Knirscher machen. Trickbetrug. Oh, Miguel bekommt einen Heißorb. Super. Schade, dass ich jetzt keine Adrenalin habe. Sonst würde ich jetzt ordentlich... Aber es hat trotzdem gereicht, um den Simsala platt zu machen. Genau, wie ich befürchtet hatte, ich bin völlig ausgebrannt. Naja, mit deinen ganzen Heißorbs ist es auch kein Wunder. Keine Sorge, Radikal, ich werde dich von den Flammen befreien. Mit meinem Thermometer. Hier. Und du kriegst noch eine kleine Pokebohne. Bitteschön. Heute mal eine blaue. Und hier noch die Brust gestreichelt. Dann willst du auch noch den Kopf. Wo die Backen. Komm, ich bin. Okay, mach mir mal den Kopf. Alola Radikal hat echt keine guten Fähigkeiten. Ja doch, Dario. Überall ist schon eine coole Fähigkeit, wenn die Attacke dann trifft. Lol, ein Heißorb. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit Golfen wichtiger als das Austragen von Pokémon-Kämpfen. Ich habe wohl die Nase voll vom Trainer-Dasein. Den Heißorb brauche ich also nicht mehr. Aber ich hätte ihn nur ungern weggeworfen. Gut, dass du ihn jetzt benutzen kannst. Bitte setz ihn weise ein. Keine Sorge. Ist das wirklich ein Thermometer? Ja, was soll es sonst sein? Eine Spritze? Daher verwöhnt Radikal auch nicht so, sonst wird es noch breiter. Es ist eh schon etwas fülliger. Oh, ein hastiges Bumblebee. Okay. Und ein ernstes Ariados. Und ein kauziges Koriogel. Gute Nacht. Los, reiten wir auf den Bisspark. Jetzt mal trotzdem so mal gefragt, so, hey, könnte man trotzdem... Ah, man kann ja hier runter. Dann kann ich mir wenigstens hier das Item hier holen, den Zitterorb.
Aber sonst kommt man echt nicht an diese anderen Blumenmeerdinger ran. Okay. Und hier sehen Sie einen handysüchtigen Daniel. Nein, ich schreibe einfach nur gerade mit Despo, mehr nichts. Hast du schon eine Ahnung, was dein letztes Teammitglied sein wird? Ehrlich gesagt nicht. Nein. Also. Nein. Und tschüss, Koriogel. Hallo, ich möchte gerne fliehen. Welche Form von Koriogel magst du am meisten? Die du gerade siehst, die Flamenco-Form. Wie bitte, Manguspector frisst Radfratz und Radikal? Ja, das ist ein bisschen barbarisch. Na, Baumball. Ich glaube, das war's eigentlich auch. So vom Ula Ula Blumenmeer. Ich mach jetzt nochmal ein Pokémon. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier von der Stelle wieder. Na, Bundlebee. Nee, ich glaube, das war's wirklich. So, warte mal kurz. Nein, lass mich doch bitte gehen. Bitte, lass mich gehen. Dankeschön. Machst du auch Shiny Hunting in Pokémon Sonne? Das mache ich auf jeden Fall, Annalena. Aber erstmal will ich Sonne durchspielen und dann mache ich auch dann Shiny Hunting. Ich mag die Elektroflugform am meisten. Ja, ich weiß nicht, diese Cheerleader-Form, ich weiß nicht so recht. Hallo. Eine geheimnisvolle Lebensform von Zygarde absorbiert. Gibt's hier was anderes? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee. Okay. Okay, weiter. Irgendwie merkwürdig. Na, ungewollt. Einfach mal das letzte Pokémon hier mal und dann. Na, ein Bundlebee. Hallo, Mr. Terminate. Wie geht's dir? What's going on? Dieser Tempel ist total verfallen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Lol. Der Mondscheibensee. Bisbar, komm mal bitte zurück. Okay.
Der macht mir so ein bisschen Angst gerade. Okay. Mir auch. Danke, Mr. Terminator. Danke. Nee, da würde ich erstmal echt gerne in das hohe Gras hier oben oder hier oben mal weitergehen. Außer das ist jetzt Route 17. Oh, Team Skull. Okay, das ist dann storymäßig. Dann gehen wir doch mal in diesen Tempel da. Okay. Ja, warum soll es die dann nicht mehr geben, Felix? Oha, du bist doch der Trainer, der immer im Pokémon Center vorbeischaut. Obwohl der Tempel so runtergekommen ist, versteckt sich nur noch die Sprache. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass es irgendein Geheimnis in sich birgt. Wie findest du das neue System ohne Arena-Leiter? Also ich muss sagen, es ist eigentlich ganz fresh eigentlich. Es ist mal was anderes. Okay. Psychoschock. Lol. Okay. Okay, ich mag das nicht. Ich bin allein in diesem scheiß Tempel. Es ist echt nicht so mein Ding. Ich möchte eigentlich jetzt raus hier. So, hallo. Und es führt auch nur ein Weg hier rein. Ja. Okay. Kann Luma Psychoschock erlernen? Schauen wir doch mal, ob Luma Psychoschock erlernen kann. Nein, kann es nicht. Kreuzschere kann auch keiner. Super. Junge, hör mal auf, ey. Das gefällt mir gerade absolut nicht. Lol, das ist doch dann der Tempel von Lunala, oder? Ach du Scheiße. Wie krass das aussieht. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Wow. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist hier vielleicht ein verstecktes Item? Gute Nacht, Mrs. DJ. Das neue System voll choral. Denn wenn man eine Prüfung bestanden hat, bekommt man auch etwas dafür, mit dem man mehr Vorteile im Kampf haben kann und nicht einfach Orden, die einem nichts bringen, außer die Pokémon-Liga reinzukommen.
Das ist schon irgendwo wahr. Irgendwo stimmt das schon. Lol, dieses Wasser hier rauskommt. Hallo Cube. Okay. Ja, ziemlich strange auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt. Okay. Gut, nächster Halt, Route 17, würde ich sagen. Ja klar, bei mir auch. Bei mir ist alles fit. Wie sieht's denn bei dir aus, Cube? Wie sieht's denn bei dir aus? Oh, hallo. Ist das ein Zygarde-Kern? Du hast schon wieder einen Zygarde-Kern eingesammelt. Dein Zygarde-Würfel hat den Kern innewohnende Attacke gespeichert. Du kannst jetzt also jederzeit und beliebig oft deinem Zygarde beibringen. Ganz wie es dir beliebt. Au revoir. Lol, einfach wieder ein Kern. Hallo, hallo da Mauzi. Das sind aber ziemlich viele Mauzi, wenn ihr mich fragt. Ein bisschen wenig Betten. Ein bisschen viel Mauzi und ein bisschen wenig Bett. Wetten, dass es um diesen Ort wieder allerlei Mythen gibt? Bestimmt, Felix. Bestimmt. Weil der ist ja nicht ohne Grund da. Oh, hallo. Eigentlich bin ich ja total schwach und hab bei Kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von Team Skull macht mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Okay. Wenn du meinst. Okay, hier ist kein Item. Hier ist auch keins. Und hier ist ein riesiges, fettes Grasstück. War das ein Ibitak? Ich glaube, das war ein Ibitak. Ja, es war ein Radikal. Das ist auf jeden Fall ein Radikal. So viel steht fest. Ach du Scheiße, Level 34. Siedewasser! Step plus Irin. Schade, dass ich jetzt nicht mehr Wasserdüse habe. Oh, Gewissheit. Hast du eigentlich schon die 10% Zygarde-Form geholt? Nein, habe ich noch nicht, Mr. Terminate. Ich muss aber auch sagen, damit lasse ich mir noch ein kleines bisschen Zeit. So, mal gucken. Erstmal will ich mal hier gucken, was man hier so finden kann. Oh mein Gott, ein Team Skullrüpel. Der K.O. der Ciao Kai YouTube. Danke für den Follow. Yo! Noch gegen niemanden verloren heute. Was ein Tag. Einer der besten, sag ich dir. Ich sag's dir. Okay. Team Skullrüpel mit einem Pokémon. Das ist ein Gold. Ach komm, bitte. Könntest du nicht vielleicht was anderes einsetzen? Was mich irgendwie ein bisschen weniger nervt?
Yay, richtig ausgesprochen. Das freut mich. Giftzahn. Aber kann es sein, dass Giftzahn irgendwie jetzt direkt zu 100% vergiftet? Also das ist schon krass irgendwie. Schallwelle. Das Ding ist, ich habe Kraftreserve. Damit habe ich aber einen Geist-Move. Damit könnte ich auch Psycho-Pokémon angreifen. Und solche Stimme ist immer ein Stab. Na, lass mich mal. Mist, verloren. Ich hätte nicht verschreien sollen. Was ein rahmschwarzer Tag. Schlimmer geht's nicht. Tja, wie du siehst. Ist ja gut. Ist ja gut, Buggy. Ich heile dich. Hier, bitteschön. Bitteschön. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun hier. So viel steht schon mal fest. Flucht! Ja, komm schon. Nein! Oh Gott! Dankeschön. Uiuiuiui. Na, willkommen zurück, Elsa. Gifthieb. Gifthieb? Das ist geil. Aber niemand kann. Weißt du, Krabbox hat zwei riesige Scheren, aber es kann nicht Gifthieb. Es kann Steigerungshieb und Durchbruch, aber es kann nicht Gifthieb. Oh, das ist ein Team Skullrüpel. Ah, das ist noch ein Team Skullrüpel. Yay, und noch eine. Noch ein Zygarde-Würfel. Jo, ich finde ich voll daneben, wenn jemand immer alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgaben bei Tiskare gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie strange. Ja, irgendwie strange, das stimmt. Mullunk. Ja, Mullunk jetzt im Regen einzusetzen ist keine so gute Idee. Nein, das. Das war wahrscheinlich nicht so die gute Idee. Hallo Pokéfreak. Da sieht man's. Selbst wenn man voll ernst bei der Sache ist, gibt es keine Garantie für ein positives Resultat. Ne, siehst du? Was lernen wir daraus? Niemals Sachen zu ernst nehmen. Ah, Hilfe! Alola Georok! Yo! Ich meine, ich habe ja schon jetzt das Georok, weil ich ja gestern halt mit dem Typ da das Alpollo getauscht habe.
Halt ein Geo, was ich jetzt habe, aber trotzdem. LOL. Das ist auf jeden Fall ziemlich nett zu wissen. Alola Georock. Hallo Venom. Hallo Patrick. Schon mit einer Alola Ratikal. Die gehen mir so ein bisschen jetzt auf die Nerven. Aber nur so ein bisschen. Na, wenigstens kann ich abhauen. Und einmal runter, Tauros. Und nochmal runter. Ah, lol. Wer hat das gerade geschrieben? Warte. Ach ja, genau. Der Chao Kai. Dankeschön auf jeden Fall für den Tipp mit dem Zygarde-Würfel. Oh, lol. Okay, gut, dann müssen wir nochmal hier hoch. Dann einmal hier runter, dann hier runter. Aber Tauros ist ein bisschen zu breit dafür. Also müssen wir so runter. Was willst du denn von mir? Bist du... Du bist hier im Paradies von Team Skull, also sieh dich vor. Wir sind hier im Paradies von Team Skull. Jetzt bekomme ich aber Angst. Was soll das denn für eine Bewegung sein, so? Was ist das? Was willst du mir damit? Willst du mir damit Angst machen, oder was? Gastella. Okay, was zur Hölle bist du? Okay, machen wir mal Siedewasser. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem macht es unheimlich viel Schaden. Okay, jetzt du den Stream auch hoch. Ja, Pokefan Joel, den lade ich auch hoch. Den kann man sich aber auch im Nachhinein hier nochmal auf Twitch angucken, also je nachdem, das ist euch überlassen, wo ihr das dann anguckt. Ich glaube, die kann Karate. Das kann sein. Das kann durchaus möglich sein. Akrobatik! Tja, das war's, Imantis. Was ich aber schon mal gut finde, ist, dass die auf jeden Fall auch andere Pokémon haben. Nicht nur so Gift- oder Unlicht-Pokémon, sondern auch mal was wie Imantis oder halt wie Traumato oder so. Wo ist Despo? Despo ist wieder zu Hause. Wie lange dauert das Hochladen? Das weiß ich jetzt nicht. Ciao, Kai. Keine Ahnung. Unterschiedlich. Na, Miteno. Keine Sorge. Mein kleiner Freund. Ich werde dich trocken füllen. Ah. Ah, Gott. Hier, warte. Kriegst du eine grüne Pokebohne. Kann man dich auch streicheln? Was? Kann man dich nicht streicheln? Ah, doch, kann man. Okay, dann bekommst du jetzt auch mal eine gelbe Pokebohne. Der Stein der Zerstörung. Dezent, ja. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal eben, was es in diesen Grasfeldern so gibt. In diesen braunen Grasfeldern. Weil ich habe ja jetzt schon mal Georock gesehen. Und Alola Ratikal.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt auch Ibitak. Aber irgendwie kriege ich immer nur ein Radikal zu sehen. Das ist so ein bisschen weird gerade. Keine Ahnung. Los, Flucht. Flucht. Flucht, bitte. Dankeschön. Na, Nibitak, ich wusste es doch. So, einen Moment bitte kurz. So, Ibitak. Und jetzt. Oh, nein. Nein, hör auf. Hör auf mit Gewissheit. Hör auf. Aeroas, hör jetzt auf, bitte. Hör jetzt auf. Dankeschön. Pam-pam. 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 Alles klar, Raffi. Gute Nacht dann. Hallo, der Georg ist so mächtig einfach. Richtig, richtig krass. So, das nächste Pokémon bitte. Ja, das war jetzt halt nicht geplant. Los, Eugenie. Wo bist du gerade in der Story? Ich bin gerade auf der Route 17. Hallo, Safe Dog. Okay, Krabbox, ich hab schon verstanden. Du willst deine Scheren wieder trocken gemacht haben. Alles klar, kein Problem. Jo, lass das den Porygon füllen. Du hast doch schon den Z-Stein für Geist, oder? Den habe ich ja.
Okay, Glurak-Flieger, dann fliege mich mal bitte. Ah lol, das Pokémon Center ist aber dann weiter hinten. Ich kann aber zum Blumenmeer. Okay. Dann will ich mal eben kurz zum Dorf der Kapu zurück, weil ich mich da dann heile. Dann kannst du ja auf der zweiten Insel noch in die Wüste. Wüste? Okay. Gut, ich würde sagen, das werden wir. Wann werden wir das machen? Werden wir es später noch machen? Ich überlege gerade. Ja, das werden wir später machen, weil ich jetzt mal eben kurz eine, ja, meine kleine Auszeit nehme, mal eben noch kurz was erledige und bin aber so schnell wie möglich wieder da. Und ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das machen? Soll ich den Stream pausieren? Soll ich ihn beenden? Oder wie soll ich das machen? Jetzt sagt mir einfach. Weil jetzt den Stream halt beenden, wieder nachher wieder neu anfangen, will ich auch nicht. Das ist also alles ein bisschen komisch. So. Lass mal kurz. Mach Pause. Pausier. So, warte mal. Lass Musik laufen. Oh, das könnte man machen. Das könnte man machen. Ja, das wäre keine so schlechte Idee. So, mach mal so. Mach mal eine schöne Umrandung dazu. Und dann starten wir mal das hier. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich.
We'll be right back.
Hallo. So. Für alle, die sich jetzt so gefragt haben, so, ey, wo ist er eigentlich hin? Warum geht er eigentlich so? Ich habe nur mein Auto vom übertriebenst, gruseligsten Parkplatz hier in der Nähe geholt. Einfach nur, damit ich ihn hier vorne hinstellen kann. Weil das ist mir ein bisschen zu gruselig da hinten. Nee, das war echt nicht schön. Und da war gerade eben noch meine Frontscheibe total beschlagen. Ich musste erstmal da stehen. Und das ist so ein mäßig beleuchteter Parkplatz. Und ich weiß nicht so recht. Ich bin da so ein bisschen. Ich bin da so ein bisschen paranoid, wenn ich ehrlich sein darf. Und ja. Wie gesagt, jetzt steht er da so vorne und jetzt bin ich beruhigt. So, auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter. Denn wir müssen noch eben Primarina heilen. Beziehungsweise ich muss mein ganzes Team mal heilen. Aber bestimmt ein Killer, klar. Ey, komm, du musst mir echt nicht mit sowas kommen, Mr. Terminate. Ganz ehrlich. Ich bin da sowas von empfindlich. Daniel hatte Ultraspannung und ich zog Pokémon. Naja, glaub mir, das ist alles andere als schön. Und dann setze ich mich hier vorne so hin. Das war sowieso geil. Setzt sich genau neben mir noch ein Auto. Und ich steige so aus, ich steige so aus, sag so Hallo, die sagen Hallo, ich gehe einfach. Ich gehe jetzt gerade mal so auf den Balkon, so testweise. Guck, der Wagen ist weg. Okay, ganz merkwürdig auf jeden Fall. So, also wir müssen jetzt wieder zurück nach Route 17. Da kann ich jetzt noch nicht hin, also muss ich zur Route 16 und wieder durchs Blumenmeer. Leben am Limit. Ja, das stimmt schon. Hey. So, jetzt bin ich aber ausgestattet mit Belebern, mit Tränken und dürfte jetzt bei den nächsten Team Skull rüpeln. Keine Probleme haben. Ich gehöre zum Team Skull. Ich bin vulgär und grob. Und ein Fan von Vinu Flibes. What? Die Wüste. Das können wir ja immer noch machen mit Felix. Das können wir auf jeden Fall noch machen, aber erstmal will ich ein bisschen hier weitermachen. Einfach dieses. Radfratz. Wow. Ich bin ein Fan von Venofluvius, aber setzt einen Radfratz ein. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Säuselstimme. Als nächstes kommt Radikal. Wow. Ich bin ein Fan von Vinoflibis, setze aber Radfratz und Radikal ein. Findet den Fehler. Siedewasser. Und nochmal Knirscher. Sehr schön. Das macht mir jetzt nämlich nichts mehr. Siedewasser. Was ein Reinfall. Da habe ich echt versagt. Du warst einfach eine Spur zu krass für mich. Nein, Joel. Pokémon Bank kann man erst nutzen, wenn das Update dafür da ist. Und das kommt erst im Januar. Okay, was ist hier hinten? Hier hinten ist doch bestimmt was. Oh, das ist ein Bärenbaum. Das ist nice. Radfratz und Radikal sind das neue Venufliebes.
Oh, Primarina möchte offenbar gerne gestreichelt werden. Ja, tut mir leid, Primarina, aber ich habe jetzt gerade echt nicht so wirklich die Lust für sowas. Pampa. Yay, eine Zitronenbeere. Yay, eine Prunusbeere. Und eine Yonagobeere. Nice. Hi, ist es passiert? Es ist passiert, ich habe einen 6DV-Liter bekommen. Wie geht's euch und warum ist morgen Montag? Ja, weil es halt so im Kalender steht. Aber mir geht's gut, Dankeschön. Gamer 108. Wie geht's dir denn so? Der Wasser. Einfach das Ibitak gekocht. Einfach so ein gekochtes Ibitak. Ja, es wäre schön, wenn. Ah, super, noch eins. Trifft sich ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schaumserenade. Ernsthaft, ich dachte, weil das Game ja angeblich so zu schwer ist, dass ich ein bisschen leveln sollte. Jetzt bin ich vollkommen overlevelt. Ja, das bist du nicht mehr lange, Safe Dark. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, aber ich glaube, du wirst nicht mehr lange overlevelt sein. Außerdem, vielleicht wäre es auch mal gut, wenn du den EP-Teil ausmachst. Wie wäre es, wenn ich. Oh, Trevor. Trevor und Luma brauchen mal wieder ein bisschen Training. Trevor und Luma. Hallo. Was geht ab? Na, willst du einfach bei Team Skull mitmachen? Oh, wow. Rüppel A und Rüppel B. Warte mal, das ist doch ein Z-Ring. Ey, was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Oh, warte. Jetzt habe ich es geschnallt. Du willst es nur dissen. Weil wir die Inselmannschaft hingeschmissen haben. Was? Du glaubst, du kannst doch nicht etwa hier einfach so aufkreuzen und uns runter machen. Das hab ich gar nicht vor. Das interessiert mich nie. Das interessiert mich überhaupt nicht, was ihr gemacht habt. Oder nicht mehr macht oder was auch immer. Zwei Team Skullrüpel. Wow. Traumato und Alpollo. Den OP, pardon, EP-Teile habe ich immer aus. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, Lämmelschild wurde aktiviert. Yay, und jetzt Psychokinese auf Alpollo und Knochenrang auf Traumato. Es bietet sich gerade so schön an. Oh. Traumato macht Meditation. Süß. Daniel, musst du denn immer andere Leute runterziehen? Ich hab nichts getan. Okay, Akrobatik. Und hier werde ich jetzt mal einen Trank reinwerfen. Vor allem, man sagt nichts und sie erfinden sich eine Geschichte aus dem Nichts. Das ist echt so. Die sagen einfach, ey, du hast einen Z-Ring, wir haben keinen, weil wir die Inselwanderschaft abgebrochen haben. Du willst uns bestimmt dissen. What? Nee. Nicht so wirklich. So voll random. Du willst gepflegt werden, Luma? Kein Problem.
Kosmikkraft. Ja, das brauche ich nicht wirklich. Nein, hör auf. Wobei, Kosmikkraft könnte durchaus nützlich sein. Ah, Tarnsteine auch. Kosmikkraft könnte immerhin meine Werte ein bisschen boosten. Das ist halt so die Sache. Es wäre eigentlich nicht schlecht. Weil dann könnte ich immerhin das Cosmog. Cosmog. Das. Wie komme ich auf Cosmog? Metelo so ein bisschen bulkier machen. Auch wenn es dann in seiner Sternform ist und nicht mehr in seiner Limitform. Das ist die Sache. Felskörper ist ein Step, Akrobatik ist der einzige Step, den es hat. Also ich würde ja eher schon sagen Psychokinese, zumal ich kann Psychokinese immer wieder beibringen, also... Haha, du bist so viel krasser drauf als ich. Da kann ich nur noch lachen. Boah, diese Insel, dieses Inselwanderding scheint dir echt gut zu tun. Ja... Keine Sorge, Meteno. Ich mache dich trocken. Ich hasse diesen Slang von Team Skull. Ja gut, ich meine, das ist immerhin mal sowas anderes. Das macht es auch wieder irgendwie witzig. Starker Trainer kann ich nicht ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Hey, Junge. Hä? Wow, 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 wow. Wow. What? The fucky fucky fuck fuck ist das jetzt? Wer ist das? Und warum sieht er so komisch aus? Warum kommt er so random einfach plötzlich so an? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass ich hier rein will. Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Ja, das habe ich. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne die Tür. Und keine Sorge, solltest du es nicht schaffen, werde ich deine Familie Blumen schicken. Okay. Wow. Hier werden keine Blumen geschickt, damit das hier mal klar ist. What the fucky fucky fuck fuck ist da? Okay. Das ist ziemlich weird. Okay, das ist halt echt krass. Yo, check mal diese Pfeife da aus, Bro. What's up? Der stört voll unseren Flow. Lass den Knopf in den Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du die jetzt aus dem Weg räumen und dem Balk eins überziehen? Da hast du recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen gerne versauern. What? Hier werden wir jetzt nur so von Mitgliedern von Team Skull. Augen auf beim Eierkauf. Was? Was zur Hölle? Okay. Was geht hier ab? Ich werde noch ganz nass. Lass mich bitte rein. Oh. Ich könnte ja zufälligerweise einen Schleichweg finden. Aber erstmal gehe ich hier mit meinem Bissbach mal so ein bisschen hier auf Itemsuche.
Nach dieser Stadt wird die Story dich überraschen. Ah ja, okay. Tja, Schleichweg gefunden. Hey Leute, wie geht's euch so? Hallo? Kuckuck. Was geht denn jetzt ab? Wie kommst du einmal auf einmal hier rein? Aber es ist doch total whatever. Das wirst du nämlich jetzt gleich bereuen. Hallo? Was kann ich dafür, wenn da ein Loch in der Wand ist? Du hättest jetzt besser nachgucken sollen. Jetzt bin ich das wieder schuld, oder was? Und warum schickst du einen Weberack raus? Okay. Was müssen sich die Rüpel denken? Da läuft einfach ein Trainer mit seinem Bissbark rum und sucht Items. Ist echt so. Einfach so voll random. Im Regen auch noch. Im strömenden Regen. Ah, oh, wie Barack. Ich würde jetzt gern die Zeit vor diesem Kampf zurückreisen und meinen damaligen Ich sagen, den Quatsch sein zu lassen. Was? Wäre ich bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen. Jetzt habe ich den Salat. Wir sind auch ohne Barrikade. Krass stark. Das kriegst du jetzt heimgezahlt. Und zwar sofort. Eieiei. Seht ihr, ihr langweilt mich, Team Skull. Alola Slimer. Oh, pass mal auf, Alola Slimer. Ich habe jetzt nicht wirklich so die Lust, mich großartig lange mit dir zu beschäftigen. Deswegen werden wir Meteno mal direkt auswechseln und schicken nochmal Trevor rein. Dieser Kampf hat sein Leben verändert. Du bist ein Held, Daniel. Auch ich kann Gutes bewirken, anscheinend. Knirscher. Okay. Giftgriff war halt nicht cool. Wie ist das mit Knochenbrang? Yay. Bam. Trevor erreicht Level 36. Ich hab total versagt. Hier, nimm mein Geld. Kannst du alles haben. Danke. Okay, Knorga, ich mach dich wieder heile. Pass auf. Es geht ganz schnell. Yay! Und da ist es wieder aktiv. Jetzt schalt aber mal einen Gang zurück. Ohne Barrikade sind wir doch bloß Fassade. Im hinteren Bereich von Poh kannst du eine verdächtige Präsenz spüren. Ich spüre gerade gar... Hey, yo, was hast du hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln, haben null Bock auf Munkeln. Nur Beats, richtig derbe, das ist unser Gewerbe. Wir sollen hier Wache stehen, doch wollen Däumchen drehen. Was wird's denn, Kampf? Ach komm, lass den Krampf. Pan, pan. Oh, yo, platz nicht rein, wie ein wildes Kleinstein. Wenn du meinst, dass Team Skull an nix denkt als Krawall, da hast du leider einen Knall. Denn das ist nicht der Fall. Wir wollen hier nur gammeln und gechillt den Staub ansammeln. Hier im Pokémon Center herrscht Stromausfall, und zwar permanenter. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie uns in den Rachen, um dein Team wieder fit zu machen.
Jojo, ich zahl schon. Wow, krass, du lässt es krachen. Gleich bist du fit, keine halben Sachen. Yay. Spürt ihr den Flow? Habt ihr den Flow gespürt? Geld ist unser Lebenselixier. Geld ist der Hit. Wisst ihr alle, komm zu uns, wir machen dich wieder fit. Nice. Geil. Na, das reicht, Rüpel. Zurück in deinen Ball. Senpai Melodias, danke für den Follow. Pan Pan. Jo. Also so sieht ein Pokémon Center aus, wenn es ziemlich runtergekommen ist. Kein Bedarf, das ist Grund zum Feiern. Na, hoffentlich musst du es nicht bereuen. Okay. Wow, das ist ziemlich krass, was hier abgegangen ist. Was sagt eigentlich die Karte? Rara Diesli, danke für den Follow. Ja, der hintere Bereich, ich weiß, Rotom. Bitte lass mich doch einfach nur auf die Karte gucken. Rotom, bitte geh mir nicht auf die Nerven. Oh. Ich will doch einfach nur auf die Karte. Ich muss mal eben kurz was machen. Moment, einen Moment kurz. Es geht ganz schnell. So. Okay. Wehe, jemand spoilert das Ende. Genau, jeder, der das Ende spoilert, wird gnadenlos gebannt. Eben hier so ein bisschen. Bisschen was schreiben.
So. Okay. Jan, aka Janni, hallo. Bin jetzt auch beim Stream dabei, sonst war ich nur auf YouTube. Willkommen! Okay, irgendwas ist hier. Oh, lol. Da gibt es wieder so ein fettes Loch. Ah, zwei fette Löcher. Okay, irgendwas ist ja auch nicht hier in Ordnung. Natürlich. Alles klar. Weise. Danke für den Follow. Ich will trotzdem mal Trevor und Luma noch weiter vorne lassen. Okay, ich stürze mich jetzt einfach in diesen Doppelkampf hier. Also im Vergleich zu der Troller hier neben mir habe ich es voll drauf, so viel ist klar. Also mehr drauf als die Olle da neben mir habe ich ja wohl allemal. Okay, sieht wohl so aus, als ob die beiden sich nicht wirklich leiden können. Keine Sorge, Mädels. Es ist genug für alle da. Keine Sorge. Keine von euch kommt zu kurz. Radikal und Golbat. Iu. Okay, dann würde ich sagen, Knogger, du bist leider dann doch fehl am Platze, so ein bisschen. Schicken wir mal Eugen hier raus und machen dann auf Knogger Felsgrab. Knogger, auf Golbat. Giftzahn. Hör auf. Dankeschön. Hat man schon mal Golbat ein bisschen langsamer gemacht. Und dann machen wir jetzt mal Steigerungshieb auf Kratikal und nochmal Felsgrab auf Golbat. So, Kratikal wird damit schon mal ausgenockt. Horrorblick. Das macht sowas von absolut keinen Sinn. Wir haben voll die knappen Hotpants. Jan? Keine falschen Gedanken hier. Los, Eugenie, Gegenstoß! Also ich habe ja wohl trotzdem mehr drauf als sie, oder? Habe ich doch, gell? Habe ich doch. Trotzdem habe ich mehr drauf als sie, oder? Der arische Peter, hallo. Yay! Methino ist wieder glücklich. Wuhu! Ein Sonderbonbon. Na dann. Also es ist schon ziemlich traurig, was die aus dieser Stadt hier gemacht haben. Es ist halt echt schon ziemlich krass. Es ist mitten in der Nacht im Regen und die tragen Hotpants. Ja, das stimmt. Oh. Na super. Guck. Ach, super. Hallo. One, two, three. Auf den Sandsack geht der Hieb. 4, 5, 6. Mehr bringe ich nicht. Ja. An deinen Skills, an deinen Rap-Skills musst du noch so ein kleines bisschen arbeiten. Zwei Pokémon. Imantis. Ah, super.
Als ob das jetzt irgendwas bringt. Spielt er Sonne oder Mond? Ich spiele Sonne. So, ich mache mal Nitro-Ladung. Auch wenn es im Regen nicht viel bringt. Aber ich habe ja noch den Kampfknochen. Es bringt eine Menge. Mullung. Na, kein Problem. Es ist 22.36 Uhr. Schau ein Stream und achte auf Hosen von Charakter und Pokémon. Ja, ich glaube, ich würde mir Sorgen an deiner Stelle machen. Nein, Quatsch. Funkenflug? Auf ein Feuer-Pokémon? Ich glaube, Mullung, das war keine so gute Idee. Los, Porygon Föhn! Juhu! Na komm, du kriegst noch eine Bohne. Die hast du dir verdient. Komm, du kriegst jetzt mal eine rote Bohne. Okay, es hat ein neues Herzchen-Level erreicht. Okay. Warte. War da ein Zygarde-Kern? Lol, das ist ein Zygarde-Ding. Eine Zygarde-Zelle. Treffen die Moves Hornbohrer und Guillotine eigentlich auch mal? Mir steht dieser riskante Kram bis hier. Aber jetzt gehe ich auf Nummer sicher und setze alles auf eine Karte. Hä? Okay. Das ist interessant. Es ist echt mega traurig, was hier abgeht. Aus was besteht das perfekte Pokémon-Team? Also Typen, sorry, zocke noch nicht lang Pokémon. Mini-Pumax, das Ding ist, es gibt nicht das perfekte Team. Du musst halt nur gucken, dass deine Typen ausgeglichen sind, ne? Dass du halt von jedem Typen irgendwie was im Team hast. Hast du eine Idee, wen ich in mein Team nehmen kann? Habe bisher nur Flamiau und Wommel. Ich bin leider nicht durch. Deswegen kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Reißlaus. Nett. Nettes Pokémon. Nitro-Ladung. Käfertrotz. Wow, 2 KP. 2 ganze KP. Pokémon will einfach nur zeigen, was passieren kann, wenn es zu viele Assi-Gangs gibt. Deswegen sieht es so aus, ganz klar. Oh. Wow, du hast echt Swag. Du bist ja wilder als mein Pokémon. Na, das sieht so aus, ja. Aber diese mega diepe Musik. Wieso hast du Trevor als Lied, wenn es regnet? Das Ding ist, sie haben keine Wasser-Pokémon. Das ist halt praktisch dann. Die brauchen alle nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich schicke aber jetzt erstmal Miguel wieder nach vorne. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht.
Der Kerl sollte lieber Ausschau nach dem Eindringling halten, als mich anzustarren. Lol, das ist einfach noch einer auf dem Gestrüpp da. Dabei fällt mir ein, wo steckt eigentlich der Typ, der ständig was von Schädeln faselt? Ah, unser bekannter und allseits beliebter Rüpel B. Ein Rauchball. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Boah, diese mega diepe Musik, ey, da komme ich gerade vorhin nicht drauf klar. Vielleicht bin ich einfach zu naiv. Aber woher soll ich auch wissen, wie weit ich von diesem Eve weg bin? Oh Gott. Naiv. Oh nee. Warte mal. Das ist doch ein Rettern, oder? Okay. Alter. Guten Tag. Die Lottervilla. Aha. Naja, wenigstens regnet es nicht mehr. Ich taug selbst als Rüpel nicht viel, aber hier habe ich wenigstens einen Platz gefunden. What? Ach du Scheiße, ey. Drei Pokémon. Oh, hallo, Zubat. Oh, 34. Knirscher. Das schon mal besiegt. Dann kommt Molung. Ein Fake von der alten Villa. Das wird lustig. Viel Spaß. Ja, danke schön. Na gut, aber gerade die zwei Pokémon sind jetzt nicht so gerade das, wo ich sage, ey, da muss ich jetzt übertrieben Angst haben. Tiefschlag von Nebulak. War eigentlich klar, dass der Kampf so ausgehen würde. Passend für jemanden wie mich. Ende. Aus. Ja. Geh mal hier rein. Hallo. Oh, hi. Hat Bromley vielleicht keinen Cedric bekommen, weil er eh viel zu stark ist? So eine Art Handicap? Eindringlingen wie dir serviere ich immer ein Drei-Gänge-Menü an Pokémon-Attacken. Mhm. Und wie soll dieses Drei-Gänge-Menü aussehen? Alpollo. Mhm. Ein Alpollo auf Level 35. Ja, pass mal auf. Tiefschlag. Also Tiefschlag bringt nicht wirklich viel. So, mal so nebenbei angemerkt. Wir helfen Bromley dabei, der krasseste Trainer von Käfer-Pokémon überhaupt zu werden. Deswegen keimen wir uns auch alle Insektium Z, die wir an Alola finden können. Lol. Okay. Oh, super. Sorry, aber bei mir ist Endstation für dich. Bromley sollte sich ja nicht ärgern müssen.
Gastella. Machen wir mal Hyperzahn. Toxin. Ich will nicht vergiftet werden. Radikal. Ruckzuckhieb. Das kann Genesung? Ah, super. Das kann ja ein witziger Kampf werden. Hyperzahn. Ach, danke schön. Ah, oh, weia, jetzt muss unsere Villa schon wieder dran glauben. Schon wieder? Schon wieder? Hä? Hier, Radikal, noch eine Bohne für dich. Jetzt mal eine blaue. So eine türkisfarbene ist es. Lass mal gucken, was ist denn hier? Okay. Ein Top-Beleber. Ein muffiges Bett, auf dem überall Pokémon-Haare. Auf dem sich überall Pokémon-Haare finden. Okay. Ew. Muffige Betten. Und dann noch nicht mal gewaschen. Lol. Was ist das denn? Eine der Losungswörter von Team Skull für diesen Mann lautet Prügler. Okay. Warte mal bitte kurz. So. Wo bekommt man die ganzen Pokebohnen? Das ist eine gute Frage. Ich hab die einfach. Ich weiß selber nicht mal, wie ich die bekomme. Ja, wobei, ich gehe einfach mal hier rein. Hier rein? Stimmt, das Poke-Resort. Da war ja was. Noch ein Zettel. Eine der Losungswörter von Team Skull für diesen Monat, Eneko Kakao. Notiz. Ein echtes Team Skull-Mitglied erkennt man daran, dass er immer No Way erwidert. Okay, das ist echt weird hier. Ich komme mir so ein bisschen vor wie keine Ahnung, in Outlast oder so. So, ah ja, hier ist eine Notiz und da ist eine Notiz und... Okay. Hallo TM. Matschbombe. Lol. Jemand hat zwei etwas ausgewaschene Pokémon-Plüschpuppen auf das Bett gesetzt. Ja, also Slender, genau, Safe Dark. Irgendwie sowas dann. No way! Das ist doch mein Skull-Tanktop, das du da anhast, oder? Ich glaube, es hackt. Ach, deshalb riecht das Teil so komisch.
Die Dinger sehen doch aber alle gleich aus. Wie will man die denn auseinanderhalten? Das riecht überhaupt nicht komisch, das duftet und zwar ganz hervorragend. Wird aber echt Zeit, dass wir unsere Klamotten mit Namen beschriften. Gar keine schlechte Idee. Vielleicht werden wir auch dann endlich unseren Namen gerufen und nicht einfach nur als Rüpel bezeichnet. Hallo Mädels. Du kannst doch nicht einfach belauschen. Dafür gibt es gleich mal was auf den Deckel. Was kann ich dafür, wenn ihr so eine angeregte Diskussion führt und ich hier einfach nur da bin? Sorry. Oh, super, ein Radfratz. Hast du schon den Eisstein links im Garten vom Haus gefunden? Nein, habe ich noch nicht. Und tschüss. Miguel erreicht Level 37. Können wir das vielleicht nochmal versuchen? Ist Rüpel ihr staatlich anerkannter Name? Wahrscheinlich, also keine Ahnung. Das ist jetzt aber echt peinlich. Ich werde wohl auch immer ein einfacher Rüpel bleiben. Echt jetzt, wie arm ist das denn? Aber warte, ich zahle das sofort heim. Wir zwei tragen schließlich das gleiche Tanktop. Wir müssen zusammenhalten. Ah, komisch. Gerade eben sagst du noch, das Tanktop müffelt voll. Achso, weiter geht's. Okay. Radikal. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, welches unserer beiden Radikalwunder das stärkere ist. Deins oder meins? Hypertan. Knirscher. Hör auf damit. Hypertan. Und nochmal. Ja. Beides überall radikal. Yes. Mello, wie langweilig. Tja, was soll ich sagen? Das muss ich auf das fremde Tanktop schieben. Der Geruch ist einfach. In meinen Klamotten fühle ich mich viel wohler. Hätte ich die angehabt, hätte ich den Kampf nie im Leben verloren. Ja, ist gut, Rüpel B. Alles klar. Lohnt sich das Game? Auf jeden Fall lohnt sich das. Oh, noch eine Notiz. Okay, schicken wir mal Luma nach vorne. Ganz schön derb von dir, einfach so ins Zimmer anderer Leute reinzuschauen. Joa. Hallo. Na, ja, Imantis. Pass mal auf, Imantis. Grey Beezer, danke für den Follow. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt diesen einen Kampf hier noch und dann werden wir für heute auch aufhören. Denn es ist jetzt schon mittlerweile 11 Uhr und ich würde sagen, das ist auch eine gute Zeit, um aufzuhören. Also deine Pokémon sind ganz schön derb. Das weiß ich. Das weiß ich. Ein Eisen gefunden. Oh, hallo Bildschirm. Hallo Fernseher.
Kann ich ansprechen, kann man nicht ansprechen. Aber hier ist wieder eine Notiz. Eins der Losungswörter für Team Skull lautet diesen Monat Tektas. Okay. Wie gesagt, ziemlich strange hier. Aber ich würde sagen, wir machen hier einfach jetzt mal eine Pause und sehen uns dann morgen wieder. Ne, morgen machen wir noch schön gediegen weiter. Und ich würde sagen, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und ja, macht's gut, haut rein und ciao.